Das ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt, die sich die Friedensbewegung stellen muss, die sich auch die Bewegungsforschung, so etwas gibt es ja als Teildisziplin der Soziologie und der Politikwissenschaft, stellen muss. Ich werde das auch nicht umfassend beantworten können. Ich will nur auf ein paar Dinge aufmerksam machen. Der Afghanistan-Krieg verfolgt uns jetzt seit über 11 Jahren. Und ich denke, dass bei solchen Kriegsereignissen, die übrigens von 70% der Bevölkerung ja abgelehnt werden, wie wir aus Umfragen wissen, dass sich da doch ein gewisser Gewöhnungseffekt einstellt. Man kann nicht 11 Jahre lang sozusagen immer wieder auf die Straße gehen, noch dazu massenhaft, um also gegen diesen Skandal zu protestieren. Das geht auch in anderen Fällen nicht. Das andere ist, dass wir bei der Ablehnung dieser Kriegseinsätze, Afghanistan als Beispiel, es mit zwei Erscheinungen zu tun haben. Es gibt viele Leute in der Bundesrepublik, die diesen Krieg ablehnen, nicht aus einer pazifistischen oder einer antimilitaristischen Überzeugung heraus, sondern weil sie sagen, was geht uns das an? Wir haben doch unsere eigenen Probleme, lass doch die am Hindukusch machen, was sie wollen, da müssen wir uns nicht einmischen. Das ist das eine, die sozusagen die einfache Variante. Die andere Gruppe der Gegner ist etwas differenzierter und gleichzeitig natürlich auch reflektierter, weil sie aus inhaltlichen Gründen diesen Krieg ablehnt, weil sie sagt, ein Krieg und ein Militäreinsatz außerhalb der eigenen Grenzen hat, außer zur Verteidigung, noch nie einen Sinn gemacht. Und dieser Afghanistan-Krieg und der Bundeswehreinsatz und der NATO-Einsatz verschärfen sogar noch die Probleme, die es dort gibt. Und dann gibt es noch etwas ganz Eigenartiges, auch so am Rande der Friedensbewegung oder vielleicht muss ich auch sagen, bei Freunden, die früher einmal friedensbewegt waren, dass sie vor lauter Verantwortung, die sie also für die ganze Welt in sich tragen und ausgestattet mit dem sogenannten Helfersyndrom, dass die sich sagen, um Gottes Willen, das ist alles so schlimm, was dort passiert, übrigens auch in Syrien beispielsweise, da müssen wir doch sofort helfen, da muss etwas passieren von uns aus. Und da fällt ihnen auch nur ein, dass man da Soldaten hinschickt, damit die dem Morden ein Ende bereiten. In der Mittelschicht bei Intellektuellen und so ist diese Position doch reichlich vorhanden. Mir geht es jetzt weniger auch darum, auszuloten, die Geistigen wollten die Belizisten schlagen müssen, um zu begründen, warum sie Belizisten sind. Ja. Sondern mir geht es schon eher auch darum, zu fragen, ob nicht auch eine Abwägung, die nämlich sagt, es kann durchaus Situationen geben, wo es tatsächlich sinnvoll ist, bewaffnete Kräfte nach dort zu schicken, um beispielsweise einen existierenden Frieden zu erhalten oder auch um einen wirklichen Völkermord, ich denke an Ruanda, zu verhindern oder wenigstens einzugrenzen. Diese Haltung hat doch auch einiges für sich, oder? Diese Haltung hört man natürlich immer wieder. Sie ist natürlich empirisch schwer zu belegen, dass so etwas Sinn machen könnte. Wenn wir uns die gegenwärtigen Konfliktherde, Konfliktregionen ansehen, dann wüsste ich nicht, wo das überhaupt zum Tragen käme. Weder im Sudan, noch in Somalia, noch in Syrien etwa, noch gegenüber dem Iran. Wir müssen ja die Region doch etwa immer im Ganzen sehen, kann ich mir überhaupt einen vernünftigen Grund vorstellen, weswegen man sagen könnte, da kann Militär etwas ausrichten. In Syrien, ja. Da sind ja momentan eigentlich, wenn man genau hinguckt und die Fakten prüft, muss man doch sagen, dort lassen längst die USA auf der einen Seite plus Saudi-Arabien plus andere drumherum, auf der anderen Seite die Sowjetunion und China Stellvertreterkriege führen. Das ist richtig. Von daher verbietet sich natürlich jedes weitere Öl ins Feuer gießen. Das ist ganz klar. Also was man gegenüber Syrien was das Einfachste wäre und das, was vielleicht auch helfen könnte, das wäre erstens, dass man ein striktes Waffenembargo
und zwar gegenüber allen Konfliktparteien beschließt und das dann auch durchhält. Und das Zweite wäre, dass man tatsächlich auf die alte Verhandlungsposition zurückgreift, die ja auch von der UNO im letzten Jahr bereits angedacht wurde. Und in dem Fall war es dann Brahimi, der dort eine Mission geführt hat und der eigentlich wirklich mit Einsatz all seiner bescheidenen Möglichkeiten, die er von den anderen, von den Staaten gekriegt hat, dort versucht hat, einen Waffenstillstand herbeizuführen. Aber das ist alles gescheitert, weil unter anderem, Sie haben das ja schon richtig angedeutet, weil unter anderem die Interessen der Großmächte und die Interessenten aus der Region, Saudi-Arabien, Katar, Türkei, um nur die wichtigsten zu nennen, weil die etwas anderes mit Syrien im Schilde haben als einen Frieden. Und das sind die Probleme, deswegen verbietet sich es auch, sozusagen Gedankenspiele zu haben, dass man beispielsweise dann auch westliche Militärs, westliche Armeen, die NATO, die Bundeswehr, die Vereinigten Staaten, Frankreich, Großbritannien, diese ehemaligen Kolonialmächte, die immer noch im Nahen Osten und immer noch in Afrika ihre Interessensphären haben, dass man die dann sozusagen zum Anwalt für eine gerechte Sache oder gar für friedensschaffende oder friedenserhaltende Maßnahmen macht. Lassen Sie uns weitergehen zum Iran. Ich erinnere mich daran, ich habe vor 5-6 Jahren ein Interview mit Egon Bahr gemacht, der damals forderte von der NATO eine Nicht-Angriffserklärung, eine Angriffsverzichtserklärung gegenüber dem Iran, um der dortigen Opposition mehr Spielraum zu geben. Passiert ist genau das Gegenteil. Ein Großteil der Repressalien, die der Iran erleidet, treffen die breite Bevölkerung, aber nicht die Spitzenkaste. Muss man nicht eigentlich sagen, dass die gesamte Iran-Politik des Westens komplett gescheitert ist, insbesondere aber auch unglaubwürdig ist, weil man ja gleichzeitig, während man dem Iran das Recht auf atomare Kraftwerke abspricht, hingeht und Indien und Pakistan als Verbündeten betrachtet, obwohl die nun ganz offen mit Atomwaffen experimentieren, solche Raketen haben und nicht einmal den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben haben, im Gegensatz zum Iran. Da braucht man nicht mal nach Pakistan und Indien gehen, sondern kann man auch in der Region bleiben. Auf Israel trifft dasselbe zu. Auch die haben, auch Israel hat Atomwaffen und zwar nicht wenige. Auch Israel ist dem Atomwaffensperrvertrag nicht beigetreten. Und das hängt auch jetzt sozusagen mit der Haltung des Iran direkt zusammen. Ich fand das sehr interessant, dass der Egon Bahr solche Vorschläge gemacht hat. Es gibt übrigens bis zum heutigen Tag ähnliche Vorschläge, auch aus den USA von gar nicht mal so unwichtigen Politikberatern, die sagen, wir müssen dem Iran Garantien geben, Sicherheitsgarantien geben, weil der Iran, und zwar vollkommen zu Recht, sich eingekreist fühlt. Da geht es jetzt mir erstmal nicht darum zu sagen, was ist der Ahmadinejad und was ist das für eine klerikale Führung, die dort ihr Unwesen treibt und wie ist das Verhältnis zur Bevölkerung, sondern es geht um den Staat, der nun einmal von diesen Repräsentanten auch vertreten wird. Und dieser Staat braucht eine Sicherheit. Dieser Staat muss behandelt werden, wie jeder andere Staat in der Welt auch. Und das würde übrigens bedeuten, auch gegenüber der internationalen Atomenergiebehörde, dass Iran das Recht natürlich zugestanden wird, Urananreicherung zu betreiben. Interessant ist ja, dass auch die Angehörigen der Opposition an der Stelle mit ihren Regierenden einig sind. Absolut, absolut. In der Atomfrage ist sich die Bevölkerung einig mit ihrer Regierung, so sehr sie die vielleicht ansonsten ablehnt, aber in der Frage sind sich alle einig und daran kann man natürlich nicht vorbei. Das ist auch das, was die Experten uns immer wieder sagen, Bachmann Nirumund zum Beispiel, der sagt, in dem Augenblick, wo wir
noch Öl ins Feuer gießen, wo wir die Eskalation mit dem Iran suchen, so wie das Israel seine Außenpolitik ja auch macht. In so weit werden wir dann die Bevölkerung wieder um das alte Regime scharen oder in die Arme des alten Regimes treiben, weil die sich dann eben von außen bedroht fühlen. Und das ist ein ganz altbekannter Mechanismus, dass also wenn eine Bedrohung von außen kommt, dass dann sozusagen die inneren Kräfte sich zusammenschließen. Ist ja im Grunde genommen vergleichbar mit dem, was zwischen auf der einen Seite den radikaleren Teilen der Hamas und auf der anderen Seite einer zutiefst nationalistischen, ich behaupte, einer Apartheid-Regierung in Israel gespielt wird. Die geben sich ja auch gegenseitig genau die Stichworte, mit denen man dann jeweils das nächste Drehen an der Eskalationsschraube begründen kann. So kann man das sehen. Und diese Eskalation, die da betrieben wird, führt letztendlich dazu, dass wir diese instabile Situation im israelisch-palästinensischen Verhältnis weiterhin haben. Und das nützt natürlich dann den Scharfmachern auf allen Seiten. Im Fall jetzt der letzten Gaza-Auseinandersetzung, also des israelischen Angriffs auf Gaza, haben wir ja das Ergebnis gehabt, dass zwar Netanyahu in seinem Land vielleicht von den Hardlinern gefeiert wird und bestätigt wird, dass aber auf der anderen Seite auch Hamas sich als Sieger fühlen kann. Und das ist natürlich genau das, was sozusagen, wo sich dann beide tatsächlich gegenseitig in die Hände spielen. Ja, und jetzt also, schwächt man ja auch noch die gemäßigteren Kräfte auf der anderen Seite seitens der israelischen Regierung, indem man demonstrativ das Westjordanland zerschneidet. Das ist ein altes Trauerspiel. Ich kann im Augenblick, obwohl die UNO entschieden hat, jetzt wenigstens Palästina als Non-Member-State aufzunehmen. Ich kann überhaupt im Moment keinen Ausweg aus dieser Situation sehen und ich sehe vor allem auch gar keine reale Basis mehr für eine Zwei-Staaten-Lösung, innerhalb derer Palästina dann wirklich als lebensfähiger Staat existieren könnte. Uns bleibt nicht viel. Das Wenige, was uns bleibt, ist, dass wir, ich sage das jetzt für die Bundesrepublik, aber in anderen Ländern muss das natürlich ähnlich laufen, da läuft es auch, dass wir unseren Druck auf die Bundesregierung, auf diejenigen, für die wir letztendlich verantwortlich sind, erhöhen, um da eine vernünftige außenpolitische und friedenspolitische Orientierung hinzukriegen. Ich will mal eines sagen. So sehr ich mit dieser Regierung unzufrieden bin und sie für eine ja kriegsbereite, teilweise auch kriegsfördernde Macht halte, die Bundesrepublik, und zwar zusammen auch mit der NATO, so sehr ist sie doch auch druckempfindlich. Das, was Merkel jetzt gegenüber Netanyahu geäußert hat in der Siedlungsfrage, das ist, glaube ich, schon auch ein Reflex darauf, dass Merkel gemerkt hat, dass sie auch gegenüber der Bevölkerung nicht ihre uneingeschränkte Solidarität so weit treibt und ihre Staatsräson der Verteidigung Israels nicht so weit treibt, dass sie auch noch die letzten Schweinereien, die die gegenwärtige Regierung dort unternimmt, deckt. Und das sind Ansatzpunkte. Das ist zwar wenig, aber es ist immerhin ein Anzeichen dafür, dass wir mit unserer Kritik oder mit unseren Vorschlägen vielleicht doch Erfolge erzielen können.